Moin moin Leute und herzlich willkommen zu meinem Video auf meinem Kanal und bliblablub. Auf jeden Fall, ich spiele heute Autobahn Police Simulator 2 und ja, dann würde ich mal sagen, kann losgehen. Ja, die Vorlage nehmen wir jetzt einfach. Hautfarbe, was nehmen wir da? Weiß, Käseweiß oder schwarz? Ja, komm mal, machen wir einen schwarzen draus. Falten. Natürlich extra faltig. Muttermale. Darf der welche haben? Der ist doch schwarz. Narben. Hat er Narben? Ja, sieh, das ist der Gangster. Das ist ein Gangster. Größe und Position. Ja, machen wir mal einen langen Hals raus und einen extra großen Kopf. Hallo? Extra groß und nicht extra klein. So. Extra breit oder extra hoch? Machen wir extra hoch. Oh, habe ich einen Frosch im Hals. Ja, sieh, da wird eine Birne. Wir haben Birnen. Weiß ich nicht was. Ja, komm. Kiefer ganz weit nach unten. Ist halt ein Behindi. Schläfen hat da keine. Ja. Position der Wangen. Ja, komm. So. Form. Da kriegt er breite Wangen. Haare, Frisur. Jawohl, die Farbe natürlich. Ich glaube, ich mache einen blonden, hellblonden Typen. Bärte. Franzose. Bartfarbe, auch blond. Augen, Form. Komm, machen wir einen Chinesen, einen schwarzen Chinesen. Schwarzer Chinese ist immer gut. Jawohl. Position. Augenlider. Hat der überhaupt noch welche? Wo sind die denn hin? Warum sieht der so demotiviert aus? So wie ich. Ich bin immer demotiviert. Augenfarbe. Ja man, hellblau. Augenbrauen. Hat er überhaupt welche? Ja, Büsche. Busch hat er. Farbe. Blond. Form. Der muss böse gucken. Oh Gott. Was ist das? Position. Wie soll's aussehen? Monobraue soll's werden. Ein schwarzer Asiate mit Monobrauen. Das ist doch perfekt. Ein schwarzer blonder Asiate mit Monobrauen. Jetzt kommt noch der Zinken dran. Jetzt kommt der dicke Zinken. Machen wir extra breit. So. Hat da heute mal eine lange Nase. Oh Gottes Willen, ey, Nasenwurzel. Ich habe immer noch keine Ahnung, was die Nasenwurzel. Wer zum Fick hat sich jemals dieses Wort Nasenwurzel ausgedacht? Wie dämlich muss man sein? Was hat das mit einer Wurzel zu tun? Was ist das? Gibt keinen Sinn. Die meisten Körperteile an einem Körper ergeben keinen Sinn vom Namen her. Lelele, Form. Ja. Supernase. Ne, der braucht aber eine lange. So, eine Spitznase ist er. Oh Gottes Willen, Hexe. Hihihihihi, macht er gleich. Oh Gottes Willen. Der sieht jetzt schon schlimm aus, leider Gottes. Oh Gott. Aber jeder darf seine Nasenlöcher sehen. Lippen zum Küssen. Extra dick. Position.
Ganz weit unten. Ja, geht doch. Oberlippe. Groß. Unterlippe. Groß. Mundwinkel. Soll er böse gucken oder lächeln? Böse. Ist er demotiviert, weil er, weiß ich nicht was ist, weil er Polizist geworden ist. Mit seiner Hässlichkeit. Filtrum. Keine Ahnung, was ein Filtrum ist. Komm, machen wir einfach so. Ohren. Extra groß oder extra klein? Nee, extra groß. Position. Jo, jo. Der hat die Augen. Der hat die Augen, ja. Der hat die Augen an den Ohren. Warum auch immer. Wie ich da jetzt auch drauf gekommen bin. Keine Ahnung. So, machen wir nach oben und die rechten dann nach unten. So. Das ist doch schon mal ein guter Körper. Besser ein gutes Gesicht. Ah Mann, der ist magersüchtig. Hat so viele Drogen in seiner Vergangenheit genommen, die ihm nicht mehr gut taten. Jawohl. Sieht doch wunderschön aus. Dem würde ich am liebsten heiraten. Ich würde den küssen und verführen und alles. Und der Rest ist nicht mehr jugendfrei. Deswegen würde ich mal sagen, ich würde es jetzt auch nicht unbedingt aussprechen. Doppel? Nee. Das ist der Kehlkopf. Doppelkinn ist das hier. Sieht man überhaupt noch ein Doppelkinn? Nee. Hat er überhaupt eins? Ja, sicher. Oh Gott. So, weiter. Brust. Machen wir schmal alles. Bauch. Auch schmal. Arme natürlich extra breit, weil er der größte Pumper ist. Taille. Auch dünn. Hüfte. Dünn. Hintern. Hat dann Baba-Ass. Beine. Ist er jetzt... Trainiert er jetzt Beine oder trainiert er nicht Beine? Das ist die Frage. Ich würde mal sagen, der trainiert nicht Beine. Also hat er jetzt ganz die schmalen Beine und Füße. Füße hat er ganz große. Was ziehen wir dem jetzt an? Oberkörper. So ein T-Shirt. Ja, das sieht doch aus wie ein Polizist. Das ist halt der Bodybuilder in Person. Unterkörper. Jawoll. Kurze Hose. Passt. Hut. Jawohl, eine schöne, wunderschöne Cap. Die aussieht wie aus der Mülltonne gefischt. Und Schuhe. Lack. Schuh. Ja, so übernehmen wir den mal. Einführung. Ja, okay, jetzt beginnen wir mal mit der Einführung. Und nicht wundern, dass das Spiel so ein bisschen laggt. Das ist generell immer so. Da kann man nichts gegen machen. Ich möchte zu Herrn Becker. Das ist hier der Chef. Würden Sie vielleicht auch erstmal mit dem Fußvolk vorlieb nehmen? Nein, und ich weiß, dass er der Chef ist. Genau deshalb möchte ich auch zu ihm. Für wen halten Sie sich eigentlich? Energisch. Ich bin Ihr neuer Kollege, der einen Termin bei Ihrem Chef hat. Weiß er eigentlich, wie Sie sich hier aufhören? Okay. Nichts für ungut. Entschuldigung. Jemand hätte mir ja auch sagen können, dass Sie heute hier anfangen. Ich öffne Ihnen die Tür. Zum Chef geht es die Treppe rauf und dann links. Okay, ab zum Chef. Cheffi. Ich verschwinde einfach in der Wand. So gönnt sich das Leben ja mal. Tür auf und zum Chef. Ich bin der Bodybuilder, ich kann alles. Und was kannst du? Sie sind also Herr Schmidt. Genau so ist es. Oh Gott. Freut mich sehr. Sie sind 10 Minuten zu spät. Böse? Nett. Das sind solche Emotionen, ne? Da denkt man sich so, das sind Entwickler, das sind gute Entwickler. Ja, wissen Sie, ich bin in einen Stau gekommen und der Kollege am Empfang. Das interessiert mich nicht. Das Folgende sage ich hier jedem. Sie haben einen gefährlichen Job.
Auf der Autobahn kann immer etwas passieren und Sie verbringen von nun an einen großen Teil Ihres Lebens im Einsatzwagen. Deshalb dulde ich keine Nachlässigkeit. Erledigen Sie Ihre Aufgaben korrekt und spielen Sie nicht den Helden. Dann werden wir beide keine Probleme bekommen, okay? Verstanden, Herr Becker. Und nun willkommen in der Truppe. Bevor Sie anfangen, schauen Sie mal bei Frau Roth vorbei. Ihr Büro ist nebenan. Sie ist hier für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Wenn in diesem Revier mal etwas nicht nach Plan läuft, lässt sie uns trotzdem noch gut aussehen. Ich hoffe, Sie werden das nicht in Anspruch nehmen müssen. Aber stellen Sie sich vorsichtshalber vor. Vielen Dank, Herr Becker. Wird gemacht. Aber natürlich mache ich das. Ich bin noch ein netter Kamerad. Hallo und herzlich Hallo. Willkommen auf unserem Revier. Hallo, Frau Roth. Haben Sie mich schon erwartet? Nein, nein, aber die Wand zwischen meinem Büro und dem anderen ist nicht sonderlich dick. Energisch. Was regt sich der Alte denn auf? 10 Minuten zu spät an meinem ersten Tag. Es gibt doch wirklich Schlimmeres. 3 Dinge sollten Sie wissen. Erstens, Herr Becker meint es nur gut. Ihm ist das Revier, die Leute und die Aufgabe, die wir übernehmen, sehr wichtig. Zweitens, ich arbeite sehr eng mit Herrn Becker zusammen. Ich erzähle ihm, was in seinem Revier so vor sich geht. Und drittens, ich hoffe für Sie, dass Roland das eben nicht gehört hat. Sie sollten sich in Zukunft lieber mäßigen. Da haben Sie recht. Ich weiß auch nicht, was in mich gefahren ist. Jetzt wissen Sie Bescheid. Und nun Kopf hoch und raus auf die Straße. Gehen Sie am besten in den Umkleideraum im Erdgeschoss und ziehen sich um. Lecker. Dort müssten Sie auch Ihren Partner finden. Er heißt Hans Haas. Sie wollen Ihren ersten Tag ja nicht nur mit Smalltalk verbringen, oder? Natürlich nicht. Vielen Dank. Komm, schneller, 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 schneller. So sieht's aus. Du bist der Bodybuilder, du hast die Kraft, du hast alles, du bist der Könner. Na, Hansi? Hansi, ich schieb dich weg, ich bin dein Meister. Nee, jetzt gehe ich mich erstmal umziehen. So. Zieh Uniform an. Jawohl. Und hiermit würde ich erstmal sagen, das war's mit der Folge und wir sehen uns zu einer neuen Folge. Ja, dann würde ich mal sagen, lasst ein Abo da, lasst ein Like da, macht das, was euch gefällt. Auf jeden Fall, wenn euch das Spiel gefällt, kommentiert, also lasst einen Kommentar da, wie es aussieht, wie es euch gefällt und. Nach eurer Wahl. Deswegen würde ich mal sagen, ich verabschiede mich damit und ciao.